einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Da kommt die Horde. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Bereit halten! Feuer! Marius, ich brauche dich am Scorpio. Konzentrier dich auf die Ziele, die ich dir nenne. Mir nach! Marius, Schützen sind in Position und erwarten deine Befehle! Schalter abfeuern! Schützen! Marius, Bogenschützen sind effektiver gegen größere Gruppen als gegen Einzelziele. Schalter abfeuern! Da kann man ja gar nicht verfehlen, ey. Deine Ziele aus, Marius. Bereit? Salve abfeuern! Salve abfeuern! Lauf noch einfach in das Feuer rein. Krieger am Marsch! Salve abfeuern! Kriegselefanten, du musst das Feuer auf sie konzentrieren! Salve jetzt abfeuern! Verloren, falls sie uns erreichen. Das Ziel ist derzeit aus der Reichweite, Herr! Konzentrier dich auf die Schützen, Marius. Krieger, Marius. Salve, abfeuern. Und hebe die Moral der Truppe. Schützen auf der linken Seite. Gott, ist das ein Gemetzel. Außer Reichweite, Herr! Salve abfeuern! Bei Mars! Wir haben unsere Schützen!
Wodurch? Marius, du musst für sie übernehmen. Was? Visier ihre Krieger an! Da noch mehr Schützen! Bevor sie zielen können. Da kommen Krieger. Sie werden durch unsere Linien brechen. Ah. Ist klar. Da kannst du ja schon ein bisschen wahnsinnig bei werden, ey. Dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden. Nein, ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Zu unvorsichtig. Und wir haben mal Verstärkung. Herr, die vierte Reservekohorte steht bereit. Aber unsere Reihen wurden durchbrochen. Plündere durchstreifen die ganze Stadt. Verstanden. Er weiß nicht irgendeiner. Oh.
4 wollen wir. Puh. Und jetzt? Wo wir hier sind? Machen wir was genau? Da drüber springen? Nee. Da durch? Nee. Ja. Ach, das ist einfach nur so da gewesen. Vierte Kohorte. Ja, Herr. Kommt schon. Hier lang. Das ist die Standarte. Wir müssen einen Weg freiräumen. Vitalion ist auf der anderen Seite. Du da. An die Arbeit. Ja, Herr. Plünderer! Was wollen wir machen? Legionäre nach links? Scorpio. Oder die... diese Position kann nicht durch Bogenschützen unterstützt werden. Sehr gut. Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Alles klar, stehen die Bogenschützen dahinter. Plattform. Tja, dann werden wieder alles hier in unserem kleinen Maschinengewehr machen. Oh, fuck. Die haben sich ja diesmal gar keine Zeit gelassen. Salve, abfeuern! Salve, abfeuern! Schnappen wir ihn! Salve, abfeuern! Schöne Geduldsprobe, das Finale hier. Gute Arbeit. Jeder sichert die Gegend. Ich werde zu unserem Kommandanten eilen. Rom wird nicht fallen. Bewegung. Keine Gefahr für uns. Also wenn man einmal diesen Fokusmodus drückt.
Marius, Sohn Roms. Erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudica. Boudica. General! Wir können sie nicht mehr lange aufhalten! Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt! Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... Überall Tod und Leid. Desto länger wir warten, desto mehr wird der Ross. Hier lang, General. Noch mehr werden. Die Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Wann kann ich wieder nach Hause? Wie alles passt einfach. Kommt ihr nachher?
Folge mir. Ja, Herr! Da unten! Unterstützt sie! Da vorne sind Pila, Herr! Da vorne sind Pila. Zu Deutsch Speere. Salve, abfeuern! Salve, abfeuern! Na. Wir legitimieren sie, Herr! Salve, abfeuern! Was machst du denn? Sie sind schon fast am Ende, Herr! Salve, abfeuern! Salve, abfeuern! Schützen eliminiert, Herr! Los, Männer! Ausrücken! Damit man noch ja nicht wieder zurückklettern kann. Boudica! Auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen! Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr! Vorsicht, Elefant! Noch ein Kriegselefant! Oh! Da kommt einer! Er stürmt vor! Kletter hoch. Direkt den nächsten Pfeil hinterher. Gib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Mutige Worte. Ihren Angriffen was zu machen, also das klappt nicht, aber einzelne Schläge vielleicht. Der Großangriff klappt auf gar keinen Fall, aber die kleinen, dann machen wir das halt so. Guck mal ein bisschen ins Licht hier. Immer wegrollen. Immer wegrollen. Ja, ja, immer wegrollen. Und einmal zuschlagen. Und klappt. Nur eine Frage der Zeit. Bis du fällst. Oh, hast mal getroffen. Fokus können wir ja nicht benutzen. Nee, natürlich nicht. Über gar keinen Bosskampf. Versuchen.
Schildschlag und dann... Ne. Klappt nur das Schwert. Betäuben oder so und dann ein paar Schwerthiebe mehr. Das wäre zu schön gewesen. So ist das einfach nur ein Geduldsspiel mit ihr, ey. Wie sich das zieht mit ihr. Ergib dich. Tu es jetzt, Boudica. Noch eine Runde mit ihr? Weil das gerade schon so schön war. Jetzt hat sie wahrscheinlich andere Moves drauf. Nicht schon wieder das Gleiche. Das kann nicht deren Ernst sein. Nö, die schweren Angriffe kommen nicht durch. Die kleinen sowieso nicht. Ja, dann machen wir es wie immer. Wegrollen. Kleinen Angriff. Könnte höchstens... höchstens besser ausweichen, ja. Wer hatte denn die Idee, diesen Kampf komplett hier im Schatten zu haben, ey? Geht da ein Groß? Auch nicht. Ja, dann bleiben wir komplett bei den Kleinen. Ja, machen wir das. Hauptsache, ihr Lebensbalken sinkt weiter als meiner. Ah, einmal kurz gedrückt gehalten. Was ist denn das für ein Kampf? Ich kann den letzten eh nicht blocken. Also episch ist was anderes. Ja.
nicht mal im Rücken kann ich zwei Schläge machen. Und jetzt macht sie wieder ihren Wirbel. Oh, ich muss trotzdem aufpassen. Ich verliere zu viel Leben. Muss nicht sein. Dürfte gleich vorbei sein. Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Aber nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurio Severus, zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Marius, mein Gut. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Leoncius ist tot. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf!
Wieso? Simpel. Rom zerstören und damit diese törichte Idee von Zivilisation. Marius, halt auf! Ihr Menschen spielt eure Spiele, wir Götter die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Oh. Über die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut.
Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ganz geiles Spiel eigentlich. Grafik richtig geil. Kampfsystem auch ganz gut durchdacht. Jetzt vielleicht die Endkämpfe hätte ich ein bisschen anders gemacht. Und Quicktime-Events, weiß ich nicht so ganz. Hätten sie teilweise auch einfach ein Video laufen lassen können. Also, ob ich jetzt ein oder zwei Knöpfe immer abwechselnd drücke. Ist jetzt auch nicht wirklich eine Herausforderung. Aber ansonsten hat mir das Spiel ganz gut gefallen. Ein bisschen kurz, wenn ich jetzt mir so die Zeit betrachte. Ja, wenn es euch gefallen hat, oder auch wenn nicht, lasst mir ein Like da, abonniert mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao!